Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um Trainingsverletzungen. Viele Freiluftsportler fangen nämlich mit dem Training im Frühling gleich wieder an, wie sie im Herbst aufgehört haben. Doch über den Winter verliert man ein bisschen Muskelmasse, ist vielleicht nicht mehr so trainiert und das macht Probleme. Drum gibt es das Video. Viel hilft viel. Nach diesem Motto trainieren viele Sportbegeisterte. Es stimmt zwar, dass es manchmal sinnvoll ist, sich regelmäßig komplett auszubauen, aber eben nicht immer. Weil wenn man immer auf einem komplett ausgebauten Niveau läuft, ermüdet die Muskulatur und es kommt eben so leichter zu Verletzungen. Auch gerade wenn man von einer Verletzungspause kommt oder längere Zeit nicht trainiert hat, sollte man wieder langsam beginnen und sich langsam dem Niveau wieder anpassen, auf dem man früher war. Weg. Manchmal muss man auf seinen Körper hören und die Intensitäten dementsprechend anpassen. Die goldene Regel dafür ist, dass die Trainingsintensität nach dem aktuellen Fitnesslevel angepasst wird. Denn manchmal, vor allem Männer neigen dazu, immer viel mehr nach ihrem Ehrgeiz zu gehen, das heißt Vollgas zu trainieren und mehr zu machen. Doch man sollte eben schauen, dass man nicht zu viel trainiert, das macht, was der Körper sagt und wenn der Körper eine Pause braucht, dann sollte man einen Gang zurückschalten, weil dann kann man Verletzungen vermeiden. In Sachen Sport ist übertriebener Ehrgeiz genauso kontraproduktiv wie keine Ziele zu haben. Denn wenn jemand langfristig an etwas dranbleiben will, braucht er Ziele. Also überlegt man sich, was man in der Mitte haben will, das zielt man an und so wird das ganze Training auch leichter, man hat Spaß dran und wenn man regelmäßig trainiert, sinkt das Risiko für Verletzungen. Einseitiges Training kann auch zu Problemen führen. Wenn du immer nur auf die Ausdauer setzt, dann wirst du auch häufig Pausen machen müssen, weil du verletzt bist. Denn andere Muskelgruppen, die beim Ausdauertraining zum Beispiel nicht angesprochen werden, können dann eben nicht weitergebildet werden. Beim Wettkampf brauchst du diese dann aber. Darum solltest du Krafttraining machen, Koordinationsübungen, um den Bewegungsapparat flüssig zu halten und auch eben diese ganzen Bewegungen in deine Routine bringen. Und wenn du dann einfach zwischen Radfahren, Schwimmen und Laufen wechselst, dann ist eigentlich da alles verpackt und es kann nichts mehr schief gehen. Darum ist es wichtig, eben diese Alternativen zu machen. Was war denn das für eine Streicheleinheit wieder mal? Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Genau nach dem Prinzip gehen viele Männer vor. Bei kleinen Verletzungen oder Wehwehchen denken sie sich einfach, kein Grund für eine Pause, einfach weitermachen. Aber gerade bei Prellungen, Verstauchungen oder Zerrungen ist es, dass man Acht gibt, weil diese Verletzungen können schnell zu einer sehr großen Verletzung werden. Im schlimmsten Fall einfach mal einen Arzt aufsuchen, weil der kann schnell sagen, ja, mach 3 Wochen Pause, das ist nur was Harmloses. Oder er sagt im schlimmsten Fall, es ist was Großes, mach länger Pause. Auch bei Erkältungen oder grippalen Infekten heißt es Pause, weil Sport ist da ein Tabuthema. Weil wenn man einfach weiter trainiert, kann es zu einer Entzündung des Herzmuskels kommen und das ist nicht wirklich optimal. Beim Aufwärmen Zeitsparen, das ist einer der größten Probleme, denn du sparst am falschen Ort Zeit. Weil beim Aufwärmen wird der Kreislauf aktiviert, die Muskeln werden geschmeidig und erst dann kannst du richtig ins Training starten. Und wenn du da Zeit sparst, dann wird deine Probleme einfach viel, viel größer, als du dir eigentlich einsparst. Der nächste Punkt, der sehr wichtig ist, um Verletzungen vorzubeugen, ist die Wahl des richtigen Laufequipments oder generell Sportequipments. Beim Laufen ist es vielleicht mal wichtiger, einen teureren Schuh kaufen, der richtig auf deinen Fuß abgestimmt ist mit einer guten Dämpfung, weil wer billig kauft, kauft teuer. Weil beim falschen Schuh, der überhaupt nicht auf deinen Fuß passt, brauchst du vielleicht viele Physiothermine und vielleicht Arzttermine. Aber auch beim Fahrradfahren ist es wichtig, mal einen teureren Helm zu kaufen als einen gebrauchten, bei dem du nicht weißt, was im Vorhinein schon damit passiert ist. Jetzt weißt du, auf was du achten musst. Diese Fakten sollten dir helfen, dass du dir Physiothermine, Arzttermine und einfach nur Schmerzen sparst, weil du Verletzungen vorbeugst und richtig mit dem Sport umgehen kannst, um dann eben das Beste rauszuholen. Einfach auf deinen Körper hören und schauen, was er dir sagt und so kann da nichts schief gehen. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Ciao!